Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Manic Mansion Mania. Ich muss mal ein bisschen leiser machen auf mein Headset. Und zwar zur Episode 14, Eds Rache für den Hamsterbraten. Denn hier heißt es so schön, Rache süß. Und endlich können wir uns offensichtlich dafür rächen, dass Bernhard und seine Freunde Potenzial in Manic Mansion den Hamster in der Mikrowelle gebrutzelt haben, ne? Dass er das nicht so geil findet, wissen wir ja, ne? Ich meine, wenn man das in dem Originalspiel macht, endet man unter der Erde und kann die Radieschen von unten betrachten. Und mal gucken, ne? Ob die Rache süß sein wird oder eher so ein bisschen deftig, je nachdem, knusprig deftig, wenn wir an den Braten denken. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier Bernhard, der freut sich, dass er Tierquälerei begangen hat, ich weiß es nicht. Und Ed ist natürlich ein bisschen angepisst, verständlicherweise, ne? Ist halt nicht so eine schöne Aktion, sowas zu machen, ne? Aber mal gucken, wen wir überhaupt spielen und worauf das hier hinausläuft. Ich bin gespannt. Version 2 haben wir auf jeden Fall schon. Dann wollen wir mal starten. La la la. Ach, meine Eltern sind im Urlaub. Natürlich im Urlaub, nicht zu Hause. Die sind nie hier. Und Britney auf Klassenfahrt. Ach, aber ich höre ständig irgendwelche seltsamen Geräusche. Und die kommen nicht aus meiner Hose, wenn ihr versteht, was ich meine. Ständig verschwinden irgendwelche Gegenstände. Und ständig geht die Toilettenspülung. Was hat das zu bedeuten? Bernhard, ich grüße euch. Oh, also höflich. Warum? Ich werde dieses Bett betreten. Ih, ist alles voll Schleim. Grün. Ih, du schleimst alles voll, ja. Was zum Geier tust du da? Ich stehe auf deinem Bett. Siehst du das nicht? Bist du blind? Nee, wirklich. La 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 la. Frag nicht, wofür ich das brauche. Tschüss, euer Bernhard. Okay, was geht denn hier? Was war das? Ich dreh durch. Du musst mir helfen herauszufinden, was hier vor sich geht. Und warum nimmst du das Kissen einfach mit? Willst du jetzt Grüntentakel irgendwie ermorden oder was? Irgendwie das aus seinem Atemsaugnapf packen und dann langsam das Leben aus ihm pressen. Ein Kissen, mein flauschiges Daunenkissen. Etwas verklebt, aber frag nicht warum. So, wollen wir es mal öffnen. Es scheint nicht aufzugehen. Mathematisch genau, das gleiche wie immer. Photosynthese, wunderbar. Keine besonderen Bücher diesmal. Nein, nur deine Lieblingsbücher, deine gleichen 7 Bücher, Gewinner des Kopfpreises, bla bla bla. Öffne das Fenster, ist kein echtes Fenster. Ich kann Haugi von hier aus sehen. Oder zumindest das Haus, obwohl Haugi so breit ist, dass man den wahrscheinlich auch genauso gut sieht wie das Haus. Schublade, was haben wir hier? Leer. Danke. Aber schön, dass ich sie wenigstens mal öffnen durfte. So, was haben wir denn hier drin? Auch leer. Na, aber. Oh, Romeo. Oh, Julia. Igitt, was? Igitt, was ist das? Ah, das ist ja der Marketier. Ist er hässlich. Oh Gott. Verschwinde, böser Geist. Los, weg. Wir sind aber nicht noch in der Traumepisode. Es wirkt auch alles sehr irgendwie, als ob es ein Albtraum wäre oder ob wir irgendwelche Drogen genommen hätten. Würde mich alles beides nicht wundern. So, Tür. Ja, wie immer, das Schlafzimmer. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier schlafen Mom und Dad, die nie da sind. Niemals. Die es wahrscheinlich gar nicht in diesem Universum gibt. Wahrscheinlich gab es zu dem Zeitpunkt einfach noch keine Sprites von den Eltern. Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir in Zukunft noch eine Episode mit den Eltern spielen oder ob die überhaupt mal da sind. Das wäre ja auch mal ganz witzig. Das ist völlig uninteressant. Ja, in Spiegeln sich immer so blöd aus. Nicht nur in Spiegeln, Bernd. Nein, alles Gute bis wunderschön. Ne? Jeder ist so schön, wie er sich fühlt. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Kannst du den wegziehen? Vielleicht ist da irgendwas drunter. Ein, weiß nicht, abgeschnittener Fußnagel oder sowas. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Kannst du da rein? Nein. Scheint nicht aufzugehen. Benutze Kette. Oder nimm sie einfach mal. Kannst du die abreißen? Siehe. Schön. Also, das geht scheinbar auch. Warum auch immer. Also, ja, ich meine, es erfüllt ja keinen Zweck, außer dass wir diese schönen Geräusche hören. So, Britney ist auch nicht da. Jetzt kommen wir in die gleichen Standarddinger wahrscheinlich. Nein, ja klar, das wird mir nicht passen. Ich trage die Schlipper nicht mehr. Warum muss es immer lila sein? Ja, warum?
ziemlich abgenutzt, benutze keine Chance, wer weiß. Ja, es sind jetzt immer die gleichen Sprüche. Ich trage die Unterwäsche nicht mehr. Kannst du das Fenster öffnen vielleicht? Nein, auch nicht. Dann geht's nach unten. Ja, wieder diese schöne verglitschte Treppe. Die Treppe ist echt mein schlimmster Erzfeind in dem ganzen Spiel. Generell, Mensch. Warum ist das so schwer? Liegt das jetzt irgendwie am... Liegt das hier an Scum-VM, was ich benutze? Nee. Was ist hier los? Warum ist das alles hier negativ gefärbt? Okay. Ich hinterfrag das nicht. Okay, ich schnipp's auch mal hin. Okay. Ja, ist halt so, ne? Wie es ist. Was soll man machen? Muss man einfach. Völlig uninteressant. Bist du dir sicher? Ja. Ja, jetzt heißt es wieder freudige Pixelsuche. Da war auch fies, das war extra hier so ein riesiges Bücherregal. Ich meine, es passt ja zu Bernhard, oder? Zumindest zu ihm passt es, ne? Also, Britney sieht nicht so aus, als ob sie so viele Bücher in ihrem Leben schon mal gesehen hätte. Aber, ja, das ist natürlich eine Pixelsuchelei. Eine Pixelsuche. La la la. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Ich gucke jetzt wirklich ohne zu blinzeln hier runter, weil ich mich hier relativ schnell durchbewege, aber möchte natürlich nichts übersehen. Nee, sieht nicht so. Sieht nicht danach aus. Nein, nein, nein. Auch hier nicht. Dö, 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 dö. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas hier übersehen habe, aber. Also, hier war nichts. Ich kann später nochmal gucken. Hä? Gott, was ist denn hier los? Nett, aber völlig uninteressant. Ich störe nicht, dass ja die Farben negativ sind. Ne? Das ist normal, scheinbar. Was geht denn hier ab? Was geht hier ab, wirklich? Nichts zu machen. Die Kerze steckt fest. Feststeckt, ja. Die feststeckt, ne? So. Ich fühle mich großartig. Smarter, stärker, genialer. Das ist nicht der. Ist nicht der richtige Text. Ich fühle mich, als könnte ich. Blub, blub, blub. Als könnte ich. Die Welt erobern. Als könnte ich die Welt erobern. Sag es. Alles nehmen, alles tragen, alles bei mir haben. Als könnte ich Schränke aufreißen. Oder ausreißen. Als könnte ich alles tun. Na egal, back to the reality, back to the game. Ja, dieses Game ist the reality. Wir befinden uns in der Matrix, ich weiß nicht, was hier. Als könntest du Schränke ausreißen oder nimm doch einfach mal den Hängeschrank mit. Okay, irgendwie sind hier wieder Drogenspiel oder ich schlafe eins und beiden. Oh, das ist ja völlig uninteressant, klar. Ich habe einen ganzen Hängeschrank in die Tasche gesteckt. Das ist komplett uninteressant, finde ich auch, also. Und wir haben den Lukenöffner, natürlich der geliebte Lukenöffner, der scheinbar überall dabei sein muss. So, wie sieht's aus? Kannst du den Herd nehmen? Auch wieder komplett leer, ne? Warum haben die immer leere Kühlschränke? Das ist doch... Der Kühlschrank muss doch gefüllt sein, ja? Das ist doch... Ist doch schlimm, wenn alles leer ist. So. Kann ich hier irgendwas öffnen? Gibt es hier die eine Schublade? Ist da vielleicht mal was drin sogar? Leer. Warum macht man sich die Mühe, diese eine Schublade zu programmieren, die aufgeht? Der Rest nicht, wenn da überhaupt nichts drin ist. So, Geschirrspüler. Scheint nicht aufzugehen. Klemmt, zugerostet, nur aufgemalt. Also alles ist möglich. Auch hier haben wir eine völlig uninteressante Leere. Waschbecken. Benutze Waschbecken. Wasch dich mal, Bernhard. Deine Haare glänzen schon so ekelhaft berstig. Oh, schöne Animation hier. Ein wunderbares Geräusch. Können wir eigentlich wieder schließen? So, was soll ich jetzt mit einem kompletten Schrank anfangen? Das ist halt die Frage. Gut, naja, jetzt habe ich die Sachen... Werde ich wohl mal... Ah, hier war ich noch nicht. Ja, dann gucke ich mich richtig um hier. Ein Telefon auf dem Sofa, ne?
Nee, kannst du nicht nehmen. Ist so schwer, das Ding, und benutzt du Telefon. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen soll. Okay, die Sofakissen sind auch weg. Alles wird Bild von einer wunderschönen Karibikinsel. Nimm, benutze. Spring durchs Bild und wache an diesem wunderschönen, warmen, karibischen Strand auf. Eine 110-Volt-Steckdose. Du kannst ja mal den Lukenöffner reinstecken und mal einen Stromschlag bekommen. Auch nicht. Nimm Vase. Foto. Britain, viel zu kleinen Badeanzug. Ich trage doch trägt in die normale Klamotte da. Benutze Fernseher. Besser nicht. Ja, dann mach's halt nicht. Auch hier ist wieder irgendwie alles negativ, ne? Was geht hier ab? Es ist nicht uninteressant. Ich meine, warum sagst du das? Ich meine, es ist alles hier ganz verrückt. Tja. Vielleicht in den Keller. Der Keller muss erst komplett dekontaminiert werden. Frag nicht. Ja. Ich frage auch nicht. Mausnervensperrung aktiviert. Muhahaha. Was heißt das? Oh nein! Was? Die Maus ist jetzt in so ein. Ich kann die Maus nicht weiter bewegen. Ich habe einen unsichtbaren Kasten. Kann ich den bewegen? Nee, eben nicht. Ich kann halt deaktiviert heulen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Also ich kann mich in diesem Kästchen hier, was ihr gerade seht, ne, kann ich meine Maus bewegen. Das heißt, den Fußabtreter kann ich mir anschauen. Ja, ich kann halt auch nichts anderes machen. Also von wegen hier benutzen. Okay. What the fuck? Ich hinterfrage es erstmal. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Also. Ist alles sehr skurril, ja. Also. Vor allem weiß ich immer noch nicht, was es mit Ed. Wahrscheinlich wird das Ed hier gemacht haben, was auch immer er gemacht hat. Aber das ist also die Rache für den Hamsterbraten, dass er mich irgendwie mit Drogen vollgepumpt hat, oder? Gucken wir mal. Ja, naja, gut. Fernbedienung ist ganz gut. Das heißt, wahrscheinlich kann ich dann auch wieder Marketier anrufen und mal fragen, was das gerade eben sollte. Warum er mit Purpur-Tentakel geflirtet hat. Was das für einen Sinn hat. Jetzt kann ich mal gucken. Benzinkanister. Da ist kein Benzin drin. Irgendwie überrascht mich das nicht. Ja, denn eine Regel von Manic Mansion Mania ist ja kein Benzin für die Kettensäge. Kleber, dieser umgekippte, der klebt. Möchtest du ihn nicht mitnehmen oder kannst du ihn nicht mitnehmen? Kann ich nicht nehmen. Er klebt so fest. Ne? Ich habe auch nichts, womit ich das irgendwie frei rubbeln könnte. Vielleicht mit dem. Nee, Zeitschriften, kann ich die nehmen? Die liegen hier ganz gut. Das sagst du. Nimm Chemiebaukasten. Ich denke, alles Brauchbare habe ich in die Luft gejagt. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Nimm den Schlauch. Brauchst du auch nicht. Ja, okay. Von hier aus sehe ich Haugis Haus noch besser. Ne? Das ist doch wunderbar. So, wie sieht's aus mit dem Mutterbild, das du von der Wand ziehst? Hä? Ich muss doch. Ich bin jetzt nur wegen der Fernbedienung hier hochgekommen, oder was? Alles okay. Kann man auch so machen. Also. So, jetzt wieder 50 Minuten an der. Gefühlt an dieser Treppe rumfummeln. Okay, jetzt hat's mal geklappt. Wunderbar. Und dann. Oh, hier bin ich wieder. Ihr junger und alter Freund Marketier. Ich bin alles in einem. Ja. Wir verkaufen nach wie vor alles. Und zwar haben wir heute ein 1A-Angebot, nämlich mich. Nein, nur Spaß. Kaufen Sie jetzt den neuen chinesischen Hamster-Grillapparat. Nur 9,99 €. Rufen Sie einfach die folgende Nummer an. 4321 und bestellen Sie sich Ihren persönlichen Hamster-Grillapparat. Wunderbar. Wenn Sie in den nächsten 5 Minuten anrufen, bekommen Sie sogar noch 50% Rabatt. Hui. Dann machen wir das doch mal. Ich bestelle mir ein Hamster-Grillapparat. Das ist so ganz normal. Was hat man in jedem normalen westlichen Haushalt? Spreche ich mit dem Ether TV? Ich würde gern. Wie, die sind schon ausverkauft. Sie würden mir stattdessen einen Entkontaminierer schicken? Das ist aber nett.
Meine Kontonummer von Ed Allison Grins lautet 484383810002. Okay, verstehe. Auflegt. Das Paket müsste bald kommen. Das ist ja witzig. Ich meine, das ist auch so, liegt auch sehr nah beieinander. Ein Hamstergrill und ein Endkontaminierer, ne? Aber. Müsste bald kommen. Was heißt bald? Muss ich jetzt irgendwie warten oder? Ja, wahrscheinlich. Jetzt mal davon aus, dass der Endkontaminierer für die Dings ist hier, für den Keller. Wie lange muss ich jetzt warten? Ich kann mir nicht anschauen, das Paket. Ich hoffe, die legen das Paket hier auf die Schwelle, dass ich das auch wirklich. Ich rufe nochmal an, wann die kommen. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Ja. Oh, hier bin ich wieder. Lalalala. Ah, jetzt. Okay. Das hat auch lange gedauert, meine Güte. Aber ich kann ihn nehmen. Nett, aber völlig uninteressant. Willst du mich verarschen? Nimm doch! Hä? Das ist ja blöd jetzt hier. Ich kann mir das Ding angucken, aber nehmen kann ich es nicht. Ich kann es auch nicht irgendwie mit der Flagge so nach dem Motto irgendwie so runterwischen oder runterwerfen. Das geht auch nicht. Kann ich die irgendwie. Mausnervensperrung aktiviert, muhahaha, ja. Lustig. Ja, eigentlich passiert das ja, wenn ich mich durch die Tür da quäle. Ich meine, kann ich irgendwo einfach ein Fenster öffnen oder sowas? Scheint nicht aufzugehen. So, oder keine Ahnung, das Küchenfenster vielleicht. Das Problem ist ja, dass ich scheinbar einfach nicht durchkomme da. Also, wenn ich vielleicht von hinten. Das ist auch nicht. Hä? Okay. Was soll ich dann jetzt machen? Also, ich meine, wird. Kleiderhaken. Nimm die, reiß sie aus der Wand. Willst du nicht machen? Ich komme nicht in mein Inventar. Gibt es hier irgendwie. Oh, Moment. Schau, benutze, nimm. Ah, okay. Ich muss das ernsthaft über die. Tastatur machen. Ich muss jetzt hier die Hotkeys verwenden, um da das Ding zu nehmen. Okay. Und dann. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, BTR. Ein Endkontaminierer ohne Batterien. Ach so. Ja, dann öffnen wir einfach mal die Fernbedienung. Da war eine Batterie drin. Die brauche ich nicht mehr. Ich schmeiße einfach weg für alle ewig. Ich glaube, das ist keine Batterie. Das ist eher ein Ding, wo eine Batterie drin ist und was dann anfängt zu vibrieren. Ich glaube, das gehört eher zu Britney, aber. Okay, ich tue die Batterien hinein. Ich dachte, es war nur eine Batterie. Okay, was auch immer das jetzt ist. Dann wollen wir mal. Vielleicht finde ich ja des Rätsels Lösung. Nein, Bernhard, nicht mein Geheimlabor. Ed, wie jetzt? Da unten ist mein Geheimlabor. Lass es bitte zufrieden. Du, Blödmann. Hä? Ich habe diese ganzen Sachen verschwinden lassen. Ich habe Purpurgrün und Etherlein beauftragt. Ich wollte dich in den Wahnsinn treiben. Wahnsinn treiben. Aber warum? Weil du meinen Hamster gegrillt hast. Ja, tut mir leid. War nicht meine Absicht. Ist aus meiner Hand gerutscht und in der Mikrowelle gelandet. Ich hab dich, Bernhard. Ich hab hier alles verzaubert. Ich bin allmächtig. Ich bin... Ja, wer bin ich denn? Durchgeknallt?
Nein, ich bin auf Bernhard-Jagd. Hasta la vista, Baby. irgendeinen letzten Wunsch, bevor ich dich heute? Sag goodbye, Welt, und tu dies um Millionen Hamster vor deinen grausamen... vor deinen grausamen Taten zu bewahren. Nein! Okay. Hilfe. Ja, ja, wenn ihr wisst, was da gerade passiert ist. Bernhard! Du schlafwandelst ja. Das war ein Traum? Oh Mann. Das Spiel ist zu Ende. Bernhard muss erstmal ausschlafen. Aber diese Farben in diesem Raum sind noch da. Ja, natürlich. Scheinwerfer für die Party nachher. Das soll ein Scheinwerfer sein, oder? Dieses Spiel wurde dir präsentiert von Monsoon. Tschüssi. Tschüss. Huch. Ja, das war kurz. Ich bin jetzt ein bisschen... Ich bin ein bisschen perplex, ehrlich gesagt. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass jetzt zwei... Huch! Dass jetzt zwei Episoden direkt nacheinander sich irgendwie mit Träumen befassen oder sowas, ne? Also, verrückt. Also war das jetzt irgendwie Zufall oder war das so geplant? Weiß ich gar nicht. Okay. Hat mich jetzt eigentlich ein bisschen verwirrt, die Episode. Also, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu, es tut mir leid, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, war eine nette kleine Episode, ne? Aber warum hat er jetzt das geträumt von Dings und die Scheinwerfer, das am Ende war doch immer noch so matschiges, negatives Licht da, hä? Das ergibt doch Scheinwerfer. Ich meine, was sind das für Scheinwerfer? Und warum sorgt sich Britney plötzlich um mich und sagt, ich soll ausschlafen? Ich meine, die würde mir wahrscheinlich mich auslachen und mich zu Boden werfen und mir ins Gesicht pinkeln oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also das würde ich Britney zutrauen. Ja, ich muss das erstmal irgendwie auf mir, ich muss irgendwie erstmal wirken lassen, weil ich jetzt gerade überhaupt nicht weiß, das war ein bisschen random teilweise, ja, aber das soll uns nicht aufhalten, in die nächste Episode zu starten mit Freude und mit, also ich will die wirklich nicht schlecht reden, die Episode, ne, aber es hat mich doch schon ein bisschen verwirrt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber es geht ja dann gut weiter. Ich weiß nicht womit, aber mit der nächsten Episode auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dieser besagten nächsten Folge. Bis dahin, ciao.